Laden. Kann ich jetzt jedes Mal so machen, damit ich, ne? Die Anfangsszene nicht drin ist. So! Herzlich willkommen zurück zu Hotline Miami. Hä, lol. Das Spiel ist abgestürzt. Nee. Was ist denn jetzt los? Mein Spiel ist abgestürzt, mein ganzer PC ist gerade kurz ist gerade eingefreezed. Warum tust du dies? Ah, jetzt geht es? Es läuft. Okay, Glück gehabt. So, weiter geht's. Ich musste gerade, also wir haben jetzt mit später, ich musste gerade noch mal ein paar Sachen neu spielen, für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen. Ich musste gerade leider, erstmal Stoppuhren machen. Ich musste gerade leider ein bisschen neu spielen, weil ich ansonsten was geskippt hätte hier in dem Kapitel. Ich muss das letzte Kapitel normal spielen, ging aber schnell. So, weiter geht's mit Hotline Miami. Ich muss noch mal kurz ein paar Sachen erklären. Ich habe das letzte Mal rumgeweint, dass wir einige Puzzleteile nicht bekommen haben. Zwei Sachen dazu. Das erste Puzzleteil habe ich tatsächlich vergessen einzusammeln. Das war total dumm. Das war in dem Kapitel, wo die ganzen Bullen ankamen. Wo die ganzen Bullen kamen. Da muss man quasi, während die Bullen ankommen, ein Puzzleteil einsammeln. Das habe ich nach einigen Eskapaden noch geschafft offscreen. Ich werde euch nochmal zeigen, wo das ist. Vielleicht werde ich es nicht nochmal neu machen, aber ich werde es euch wenigstens zeigen. Und einmal das Kapitel da, wo auch der Hausmeister so komisch reingeguckt hat. Da war das Puzzleteil nämlich, das hatten wir zwar eingesammelt, aber ich bin nach dem Einsammeln gestorben. Wurde vor dem Puzzleteil zurückgesetzt und habe vergessen, es nochmal einzusammeln. War total dumm von mir. Ja, habe ich nachträglich gemacht und jetzt sind wir hier wieder und alles ist gut. Ich werde jetzt einmal kurz nach oben gehen, denn hier passiert jetzt der Meltdown. Passt mal auf, jetzt geht's nämlich los. Oder dürfte zumindest losgehen, ja. Den kompletten Teil hier hätten wir einfach verpasst. Ne, die hier saß. Wie gesagt, das war diese Prostituierte, die wir gerettet haben, die quasi zu unserer Freundin geworden ist. Die ist tot! Oh mein Gott, und da sitzt jemand. Ah, du bist ja so. Ich hatte mich schon gefragt, wann du wohl zurückkommst. Gut, dann bringen wir das jetzt hinter uns. Sieht so. Was? Sieht so aus. Fehlt. Als wären nur noch wir beide übrig. Sicher wird dir nun klar sein, dass dies nicht gut enden kann. Schon bald bist du ganz alleine, aber das ist in Ordnung. Bevor wir uns verabschieden, verrate ich dir ein Geheimnis. Was du von nun an machst, wird zu nichts führen. Du wirst nie das vollständige Bild erfassen. Und das ist allein deine Schuld. Du musst jetzt gehen. Am Ende dieses Gangs wartet ein warmes Bett auf dich. Wir können etwas Ruhe nicht schaden. Aha. Kann ich wirklich ins Bett gehen? Nö. Was ist hier passiert? Oh mein Gott, jetzt sind wir ein alter Mann. Was ist denn... Was zum... Ich sage, das Spiel dreht noch komplett durch. So, ich hatte mich... vergessen, die... Ja, du hast einfach meinen... Ich hab... Hast du jetzt den Punkt? Achso, das ist bestimmt wegen dem Absatz, ne? So, und hier hätten wir jetzt quasi angefangen, wenn ich über Dings gestartet hätte. Es hat vorher der wichtige Hinweis gefehlt. Hey Doc, wann wird dieser Miska wieder aufwachen? Keine Ahnung, er liegt schon seit Wochen im Koma. Aber er wird doch aufwachen, oder etwa nicht? Das ist der Hauptverdächtige in einem Kapitalverbrechen. Pass auf, meine Einschätzung ist so gut wie ihre. Ich kann sagen, dass es noch lange dauern wird. Er ist nach der Operation noch nicht ganz gesund. Gibt es denn nichts, was sie tun können? Wir brauchen ihn. Ihr habt versagt und seine Freundin nicht gerettet. Ich meine, wir haben den Täter, der sie im Umkleideraum erschoss. Aber das Arschloch gibt keinen Ton von sich. Und weshalb glauben Sie, dass dieser Kerl was sagt? So, 1. Juli 1989. So, wir sind nämlich im Krankenhaus und deswegen können wir nicht auch keinen Score kriegen, weil wir keine Leute umbringen können. Und jetzt spackt alles einfach alles ab. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, ne? Ich muss nochmal auf jeden Fall gucken, wo jetzt das geheime Teil ist. Ne? Ob das hier jetzt schon irgendwo ist, bla 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 bla. Ist auch ganz witzig auf Englisch, ne? Da sind die Texten, da haben die Texte eine andere Schrift so ein bisschen. So, wenn wir nämlich laufen, wir sehen schon, die Kamera dreht sich die ganze Zeit und wir schwanken die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Läuft mitunter anders, als ich es tue. Was ganz schön fies ist. Aber naja. Aber ich verspreche euch, ab nächster Woche, wir werden das Spiel heute bestimmt durchspielen, zumindest hoffe ich es. Ab nächster Woche wird alles besser, wenn wir dann nämlich ein neues Spiel haben, weil dann muss ich nicht mehr ständig hier hin und her wechseln auf meinem Handy und so. Da können wir wieder ganz entspannt spielen und ich kann auf alles achten. Das passt schon, Freunde, das passt. Leider heute ein bisschen
Oder jetzt Portland Miami so. Aber das Spiel ist halt geil. Ich liebe dieses Spiel. Und ich freue mich schon, wenn wir das 100% Ende kriegen. Oder das geheime Ende. Und wo zum Teufel ist das Teil? Ich muss einfach mal reden, während ich die Videos gucke. Einfach mal so ein bisschen unterhalten, was mir gerade so einfällt. Ich bin auch bei Discord online, Filmraum auf. Ich sollte mich gleich mal offline stellen. Nicht, dass ich gleich irgendwelche Sounds und so höre. Wo ist das scheiß Teil? Auf dem Klo. Okay, ich hab's gefunden. So. So, dann schleichen wir uns nämlich jetzt hier raus. Da rechts wahrscheinlich irgend so eine Statue an der Außenfassade oder so. Ich sag mal so, dass wir jetzt Haare haben. Eigentlich hat er so eine Halbglatze, ne? Jetzt hat er so komisch wie eine graue Haube da. Das ist irgendwie merkwürdig. Da müssen wir nämlich aufpassen, weil... Ach, der Bulle da, der kann uns nämlich sehen. Und da rechts ist das versteckte Teil, ich sehe schon. Da müssen wir jetzt nur irgendwie hinkommen. Der kann es leider auch durchs Fenster sehen, das weiß ich noch. Da habe ich mich nämlich oft erwischen lassen. Okay, da drüben ist zumindest ein... Irgendwas? Was? Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nein! Oh, boah. Ich bin ihm fast in die Fresse gelaufen. Hui! Das war der Schlüssel. So simple. Hey, ich glaube, das ist meine Kleidung. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich jetzt hier rein soll. Bringt mir das jetzt irgendwas? Nö. Nein! Scheiße. Geh zurück ins Zimmer, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Scheiße, hat mich erwischen lassen. Aber hey, ich kann es. Ach so, jetzt habe ich hier einen Checkpoint. Och, das wusste ich gar nicht mehr. So, seid ihr eigentlich noch da? Guckt ihr mir noch zu? Bin ich überhaupt noch live? Ich glaube schon. Ich glaube, das läuft noch alles. Also doch. Warte mal, live plus Rec. Ja, ja, doch, läuft. Okay. Der überspringt immer eine Sekunde bei mir. Jetzt nicht mehr. Ich dachte gerade kurz, ich würde nicht streamen. Oh mein Gott. Kurze Panik. Ah! Ich wollte noch gar nicht durchrennen. Das war die verdrehte Steuerung. Ach, verfickte Scheiße. Ja, letztes Mal hatte ich, glaube ich, einen anderen Weg. Aber jetzt nehmen wir doch mal den Weg, wenn wir da schon hier so die Möglichkeit haben. Ah, Gott. Ja, läuft noch. Sehr schön. Hä? Arschloch, so hast du mich noch nie gesehen. Das ist ja wohl Betrügerei. Problem ist manchmal... Genau, kommt dann das. Ah, und der sieht mich natürlich dabei. Mist. Okay. Ich habe wieder vergessen, den Timer neu einzustellen. Bzw. wieder anzumachen. Wieder weiterzulaufen lassen. Weiterzulaufen lassen, genau, Leon. 10 Minuten haben wir... Beziehungsweise am Anfang habe ich nach dem Gelaber erst den Timer angemacht. Den... Okay, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Okay, vielleicht soll ich doch mal irgendeinen anderen Weg gehen. Aber leider der Typ wieder... Das geht irgendwie auch eher schlecht, dem zu folgen. Man bleibt halt ständig irgendwo hängen. Das ist irgendwie doof. Ja, er hat's geschafft. Der Platz hat's geschafft. Er wurde vom Bot gebannt. For 5 seconds. Auch geil, ne? Jetzt kann ich nicht mehr lesen, was da stand. Fiese Sache. Du hast es geschafft. Bist jetzt stolz auf dich. Der Nightbot rechnet nicht gerne. Damit rechnet er nicht. So. Das ist echt hart, den ganzen Leuten hier auszuweichen. Du Motherfucker. Ich dachte, da wäre ich noch sicher. Das ist keine ganz so blöde KI. So mittelblöd ist sie irgendwie. Manchmal kann ich direkt an ihm vorbeirennen, das interessiert sie nicht. Aber manchmal ist es sehr realistisch. Realistisch. Dreh dich mal nicht um. Danke. Okay. Nicht jetzt! Okay, hier ist das Objekt. Ein W. Jetzt habe ich ihn geknackt. Ja, ich habe da verschiedene Klammern und Rechenzeichen geschrieben. Hat er wohl als Spam, als Sam mit den Wiese. Und dabei brauche ich nur deine Hilfe. Als ob, Alter. Ich muss eigentlich nur noch den...
scheiß Fahrstuhl dann nehmen, glaube ich. Aber ich muss das Objekt ja natürlich noch rausholen, ne? Das hatte Priorität. Nicht jetzt! Ah. Gut! Checkpoint. Weiter geht's. Einfach mal irgendwo lang rennen, wo es mir gerade irgendwie passt. Ich finde auch schön, wie die mich einfach zurück zum Fahrstuhl setzen. So richtig dumm einfach nur. So, mal kurz runterkommen auf dem Klo. Dahin ist nämlich schon der Ausgang. So, jetzt einfach mal mein Glück. Oder heute auch nicht. Ah, ja, der da. Nein, lass mich wieder. Lull. Tatsächlich gecheckt. Lull. Dann wird der mich jetzt sehen. Vielleicht, wenn er jetzt vorbei rennt. Nicht da rein! Ja, da wird auch nichts, weil der oben jetzt wieder da ist, glaube ich. Ah, wohl doch, es hat funktioniert. Yeah! So, war schon das Kapitel? Ich bin mir nicht sicher. Ho! Steht schon auf dem Auto drauf und es ist völlig demoliert. Okay, was ist hier passiert? Police Line. Do not cross. Kreidemarkierung. Wieder angezogen. Die GameStar hat gerade einen Viewausschnitt aus Metal Gear Solid 5 gezeigt. Jetzt bin ich geteilt. Jetzt bin ich gespoilert. Ich muss auch die letzte Folge Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes aufnehmen. So. Ich bin nicht sicher, ob es schon das nächste Kapitel jetzt ist. Ich glaube halt schon. Auch schön, wie ich jetzt auf einmal wieder fit bin, so, ne? Nach dieser kleinen Eskapade. Und ich kann noch mit dem fahren. 13th Chapter Assault. So, ich weiß nicht, was cool ist. Ich gucke mir jetzt wieder das Video eben schnell an. Bald können wir auch schon lösen, ne? Es sind jetzt nur noch 4 Teile, die wir sammeln. Danach können wir es schon theoretisch lösen, aber es kommen noch ein paar Kapitel danach, also nicht nur noch 4 Kapitel. Das wäre schön. So. Ups. Ja, ich erinnere mich an das Kapitel, das ist hart. Ich sehe nämlich schon, wo wir sind, ne? Wir sind an einem Polizeirevier. Ah! Oh, Alter, was hat der für eine Kombo gerade gemacht? Eine 6er-Kombo nur? Das waren total viele. Ich bin ein bisschen blöd, dass ich schon gespoilert werde, was ich machen muss, aber hey. Finde so Gänsehaut verursachen. Stimmt, die, in der man Kojima trifft. Weil Kojima so ein egozentrisches Arschloch ist. Schon wieder auf dem Klo. Warum sind die Teile immer auf dem Klo? Kann nicht wahr sein. Okay, nevermind, es kommen ja dann nur noch 2, stimmt. Oder einer? Moment mal, wie viele Teile sind da? 16 oder 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, das heißt, 14, 15 kommt noch und das jetzt. Also mit dem jetzt noch 3 Stück angeblich. Okay, naja. So, was nehmen wir denn hier? Mehr Waffen, tödliche Türen. Ich nehme mal tödliche Türen, das ist eigentlich mal ganz hilfreich. So, dann nehmen wir hier eine Polizeistation und dürfen jetzt Leute töten. Dürfen Leute töten? Wer hätte das gedacht? Ist der Sound eigentlich sehr laut? Eigentlich habe ich ja leiser gestellt, beziehungsweise nicht mehr Originallautstärke. Ach, deine Mutti. Hä? Achso, das war gar nicht. Gar keine Schusswaffe. Ja, dann ist jetzt Käse, weil das werde ich jetzt nicht überleben. Ah, vielleicht. Nee.
Scheiße, das war gar nicht so schlecht. Ist besser als bei deinen EPs, wo eine der... Hast du mir noch nicht gesagt, wie weit du in Vice City Stories bist? Hast du es gefragt? Message wurden deleted, Alter. Ich kann sowas nicht mehr sehen. Ich bin nicht besonders viel weiter. Ich habe einen Rage Quit gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel jemals weiterspielen werde, weil die deine Mission geht mir so hart auf den Keks. Weil Lance Vance einfach ein kompletter Spasti ist. Ich hasse Lance Vance. Das ist der schlimmste Charakter in einem Videospiel, weil er einfach dumm wie Brot ist. Der kann nix, der Junge. Wundert, dass er noch daran noch steht. Hä, als ob das alles nur irgendwelche Nahkampfwaffen sind oder so ein Scheiß. Ich hätte gerne die Waffe, die da hinten liegt. Ja! Hat sogar funktioniert. Lenk mir mal. Wie lange geht schon der Part? Achso, stimmt. Habe ich vergessen wieder anzumachen. Aber eben waren es erst bei 11 Minuten, also ein bisschen dürfte es noch sein. Ja, 5 Minuten ungefähr noch. Was wollte ich jetzt sagen? Was meinst du mit In-Game-Sound zu leise? Ist bei einem meiner LPs In-Game-Sound zu leise? Eigentlich fand ich das mal ganz okay, als ich es mal angeguckt habe. Ich würde gerne den anvisieren, der da unten rumsteht. Ist auch wieder zu viel verlangt, ne? Ja, jetzt ist der Richtige. Bringt es mir was? Nein. Ah, 6-mal Kombo, sehr schön. Schön, dass sie jetzt alle aus ihren Löchern gekrochen kamen. Gefällt mir. Aber da ist noch einer. Leute, ich habe einen Double-Kill gemacht. Unbewusst. Okay. Da kann er durch die Scheibe theoretisch gucken. Ah, der hat eh nur eine Nahkampfwaffe. Jawohl, das ging ja schnell hier, Mensch. Bin erstaunt von meinen eigenen Fähigkeiten. So. Hör auf damit! Die Message zu deleten, dann kann ich auch nicht sehen, was da steht. Oder auch Käse dann. Wo ich glaube, ich kann eigentlich raufklicken, oder? 0000. Ja, zu viel kenne ich, aber du scheinst wohl früher hängen geblieben zu sein. Okay, ich kann dich tatsächlich wieder anklicken. Aber ich sehe das jetzt im Stream leider nicht, weil ich den anderen angeklickt habe. 0000, das war halt schon. Vor 10 Minuten. Er wurde für 10 Minuten ausgetimed. Lol. Also Templar, du solltest es lieber lassen. Kann ich dich auch wieder entbannen hier irgendwie? Was heißt ein Purge? Säubern eigentlich, ne? Ich trau mir nicht, das zu drücken. So. Ich hab dich mal für 87 Sekunden ausgetimt. Vielleicht kannst du dann nicht wieder schreiben. So. Bei GDA ist das Salon zu leise, muss ich mal wieder lauter stellen, wa? Es ist die Mission, wo man halt, also bei City Stories, wo man halt zum Flughafen muss, dann irgendwie seine Waffen abgeben muss und dann irgendwie da hin muss. ich weiß schon gar nicht mehr, was der Auftrag war. Und dann irgendwie Leute abballern muss. Und ein paar Leute töten muss, die einen nicht instant abballern, ja. Achso. Ja, sind die alle tot. Wo man ganz viele Leute abballern muss und das ist asozial. Scheiße. Weil... Ja, die einen halt so instant niederballern und selber kann man ja nur schießen, wenn man auch wirklich die anvisiert hat, was ich übrigens immer noch ganz schön kacke finde. Da frage ich mich, ob das bei anderen GTAs auch so ist. Also bei Vice City oder so, bei Star Andreas, ob man wirklich nur schießen kann, wenn man die auch anvisiert hat. Weil dann wäre Problem, hatte ich ja nicht unbedingt bei Vice City Stories, sondern allgemein bei den PS2 Titeln. Nein, ich war so gut gerade. Hey, du lebst noch? Willst du mich verarschen? Der lebte noch. Nein, ich war wieder so gut. Ha.
In der Hoffnung, dass Templar bald wieder da ist. Oh, scheiße, was war das denn? Sonst musst du deinen zweiten Account Templar 1088 benutzen. Oder 69. Als ob ihr das gehört habt, aber eure Kollegen nicht. Ah. Jawohl, das war schön. Oh, Leute, die leben noch. Oder noch mehr, wollte ich sagen, eigentlich. So, ne, der steht da in der Tür rum, ganz komisch. Ah, Leute, ich habe keine Waffe. Nein! Scheiße! Ah! Ich war voll in Panik gerade. Hat man vielleicht gemerkt. Ja, okay. Ja, dann mag Klammern halt nicht. Ich habe die Kombi aus Klammer auf und Klammer zu viermal gemacht. Und ja, wollte ich einfach mal testen. Es liegt nicht an den Smileys, sondern einfach nur an Klammern. Wahrscheinlich Sonderzeichen insgesamt. Das heißt, Twitch ist gegen Mathematik. Auf jeden Fall, ich hatte die Vans vom Flugzeug Abholmission gar nicht so schlimm in Erinnerung. Das Kämpfen am Ende kann da halt nur besonders nerven. Ja, das meine ich ja auch. Ja, was heißt abholen? Man musste halt da, ja, man musste halt mit Vans erstmal hinfahren. Und dann zu einer anderen Stelle am Flughafen da ganz viele Leute abknallen. Wenn man da halt reingeht, wird man in einer halben Sekunde niedergeschossen. Und wenn man da reinfährt, wird das Auto auch sofort abgeballert. Es fängt an sofort zu brennen. Man kann zwar rausspringen, aber Lance Vans, der Volldude, bleibt einfach in seinem scheiß Auto sitzen. Ich hasse Lance Vans. Ich hasse diesen Wichser. In jeder verfickten Mission ist er da dabei in irgendeiner Escort-Kacke und darf nicht sterben und stirbt einfach bei jedem Scheiß. Ich hasse das. Ich bin so dankbar für GTA 4 und 5, dass sie so eine Scheiße rausgenommen haben. Dass da Kollegen nicht mehr sterben können oder nur noch sehr schwer, sagen wir mal. Ja, das ist fies. Das waren zu viele. Mit jedem Schuss hören es neue. Kann die nicht kloppen. Plot Twist! Oh, der Plot Twist hat sogar halbwegs funktioniert, ey. Leck mir mal Arsch. Okay. Oh, Mann, oh! Nennen Sie einen Kollegenschwein. Da wählt man halt auch Ho for Bro. Ja. Du hast einfach das einfach im Gedächtnis gelöscht, weil ich das... Alter, was war das denn jetzt? Bitte töte mich. Weil es aber so schrecklich ist. So, ist die Zeit? Ja, die Zeit ist rum. Passt ganz gut. Ein bisschen länger, weil ich aber nur noch gelabert habe. Dann bin ich jetzt die erste Folge heute. Boah, ich habe dran gedacht. Leck mir am Arsch. Habe ich jetzt hier das Teil geholt? Ich habe das Teil jetzt gar nicht geholt, ne? Na, nächste Folge. Warte mal.